kurz gucken, wie lange ich schon streame, beziehungsweise. Ich brauch so eine kleine Zeitübersicht, weil letztes Mal haben wir, glaube ich, 2 Stunden 30 gestreamt. Wovon redest du? 5 Stunden ist das Spiel. Vorhin im Frachtraum, du bist wild schreiend rausgerannt. Was? Alles okay? Ja. Perfekt. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Bringen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Also da war diese uralte Lady, ich meine, alt wie ein Relikt aus der Steinzeit. Das ist dann sicher okay, aber sie war echt total gruselig. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Auszeit, okay? Mal gespannt, wer zuerst stirbt, Mann. Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht hier vor sich. Also, was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Es ist Zeit einzusehen, dass hier kein Gold ist. Wir hätten es schon gesehen. Und das Rätseln geht weiter. Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Keine Ahnung. Die Zeitung war von 1947. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Es kommt mir vor, als wäre das hier ein schwimmendes Grab. Was ist mit den Leichen? Gehören die zum Schiff? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Aber da hochklettern, ja. Ob das zu klug ist. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Das war lieber die Hand an der Tastatur und an der Maus. Dann weiß ja nie, was passiert. Wenn wieder hier irgendein Quicktime-Event kommt, dann muss ich ja schnell reagieren. Nicht, dass ich wieder alle Tasten falsch drücke. Guck mal, hier ist ein Boot. Ja. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Ein letztes geiles Spiel, was ich auf dem Schiff gespielt habe, war Cold 4. War, glaube ich, ein Xbox-Spiel damals und war eins der besten Spiele, habe ich damals auch in einem Durchgang durchgezockt mit meinem Bruder. Es war übergeil, hat übelst Bock gemacht. Da erinnere ich mich heute noch einfach. Ist mir erst dann wieder eingefallen, bitte Tees. Geht's darauf? Leider nein. Cold 4, Leute. Könnt ihr ja mal googeln. Ich halte meine Augen offen. Wir könnten mal wieder zurücklaufen. Da aber so langsam, oder? Können wir hier zurücklaufen? Nee. Okay, ein bisschen musst du aber noch Rettungsboote eben, die keinen Deck haben. Komm, ich schub's nicht mehr runter. Auch nicht. Ah, hier. Aber können nicht alle hoch von uns. Hey! Wie wär's mit etwas Hilfe? Oder die nehmen irgendwelche Kisten und stellen sich darauf, wäre eigentlich viel, viel sinnvoller, als sich jetzt da hochzumosern. Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch.
sie hilft ihm hoch, okay? Ich zieh dich hoch. Ich würde auch mal gucken, ob unser Schiff noch da ist. Okay, wir können nur hier lang. Nicht rinleuchten, ne, wa? Schade. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Oh, das hasse ich am meisten, Alter. Kann ich mit der linken Taste ja nicht machen, mit der linken Taste. Hier vielleicht noch irgendwas, hier geht's runter. Okay. Müssen wir da wahrscheinlich in die Tür rein? Ich glaube, hier war ich schon mal mit Conrad. Ah. Kam mir auch bekannt vor. Hier müsste eigentlich ja drinstehen im Logbuch, was passiert ist, theoretisch. Hm. Im Logbuch steht was von einem Sturm. Winterreich, Sturmstärke, weiterhin zunehmend außergewöhnliches Wetter, mehrere Blitzeinschläge. Jedoch ohne große Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser, doch die Lage ist unter Kontrolle. Hä? Gibt's noch diese zwei Seiten oder was? Ich dachte, wir können uns da ein bisschen mehr angucken. Finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Nicht langlaufen. Hier liegt noch ein Toter. Okay. Ah, hier ist noch eine Erinnerung. Eine Vorahnung. Da sieht man immer, wer theoretisch sterben könnte. Okay, er schießt sich selber. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Ich bin nicht sicher, wie unsere Überlebenschancen zurzeit stehen. Ist das die Route gewesen? Hier stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel auf dem Ozean. Also die blaue Route, so wollten sie fahren. Die sind aber so gefahren und sind jetzt hier irgendwo. Könnte schon sein, wir sind aber... Sind wir so weit gefahren? Wir sind doch... Naja. Geh doch mal näher ran an den Tisch. Also die Steuerung ist manchmal echt von Arsch. Nee, da steht bestimmt gerade auf der Rückseite, mein Freund. Na, nimm mal.
Schiff kam vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Suche nach Mann über Bord beginnt. Suche abgebrochen. Dichte Wolken, Positionsbestimmung noch nicht möglich. Okay. Naja, so viel Hoffnung ist jetzt hier doch nicht. Ah, hier ist... Guck mal! Nicht zu fassen! Das Ding funktioniert echt noch! Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Es geht doch! Ein Zahlensender. Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Hey! Hey! Hört das jemand da draußen? Hallo! Empfangen. Oh, Scheiße! Da ist wer! Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell! Wir sind in Not! Wiederholen! Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte kommen! Das war's. Hey, Leute! Seht mal her! Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinen Verletzungen nicht herunter. Ich gehe, natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Machst du Witze? Du? Komm schon. Hast wohl Angst, dass da jemand selbstständig wird? Angst, dass mein blöder Bruder sich selbst umbringt? Sei doch mal stolz auf mich, Brüderchen. Wenn... du dir sicher bist? Ich glaube, du packst das. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein! Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, die da nach hinten schafft los. Sie das. Thema durch. Okay, Julia. Du und ich. Fängt er schon gut an. Fängt er schon gut an. Bitte gleich gestorben, tot. Und sie hat da schon eine beschissene Verletzung vom Tauchen, weil ich da nicht auf gepasst habe. Irgendwas gebrochen? Kotzen. Alles noch heil? Sind alle okay? Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Okay, wir warten hier beim Funkgerät. Hey. Haben wir auf jeden Fall mal eine Mission. Wenn jetzt Kai mitspielen würde, würde Kai sie spielen. Das ist ziemlich geil. Sick Bay. Das ist die Krankenstation aus. Irgendeine Art Streiterei. 10 Tage im Loch. Wow.
Der muss ja wirklich total ausgerastet sein. Sinnvolle Tier. Da war ein gewisser Joe im Lazarett. Ja, Joe haben wir am Anfang gespielt. Muss mal wieder raus hier. Jetzt kommst du auch in den Ort. Guck mal, da ist noch. Dicker, Alter, die Steuerung. Schreibt eines Ferien ist stattgefunden, Untersuchung. Es wurde die Wirkung eines in Molekülkristallform vorliegenden Halluzinogenes mit Codenamen Mandschurei-Gold auf Menschen getestet. Das ist kein Gold, das ist eine Chemikalie. Krass, Alter. Also gibt's kein Gold, das ist nur eine Chemikalie, die sie hier transportiert. Warum sagt ihr denn nichts zu ihr? Okay, jetzt haben wir. Ich wünschte, ich könnte das genießen. Was zum Teufel davon, dass es kein Gold gibt. Tja, unter anderen Umständen wäre das der coolste Ort der Welt für mich. Überhaupt. Das sehe ich anders. Vollkommen. Sagt die Frau, die unbedingt. Sitz. War vielleicht der Sohn von jemandem an Bord? Naja, von Joe oder so, den wir am Anfang gezockt haben. Oh, verdammt! Haben wir jetzt irgendwelche Geheimnisse freigeschaltet? Stand gerade links oben. Da wo momentan meine Facecam ist. Habt ihr nicht gesehen. Oder stand Bonus und hätte freigeschaltet. Okay, müssen wir hier wieder rein, aber. Okay. Sieht mir nach dem Generator rum aus. Guck mal, hier ist eine Treppe. Dicke Alter, die Steuerung. Hier, sieh dir das an. Schau, da unten. Der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Ja, aber ob der Generator noch genug Benzin hat, beziehungsweise überhaupt noch reparierbar ist. Hier fehlt ein Stück Leiter. Ich glaube, ich kann. Halt! Bist du okay? Ja, alles gut. Komm runter. Was ist? Das! Es war... Hast du nichts gesehen? Hallo? Okay, ich sehe also Zeugs. Du aber nicht. Okay, gut. Versuch mir zu folgen. Also das Schiff hatte Mandschurei-Gold geladen. Und dabei handelt es sich um gefährliche Chemikalien. Und da ist dieser komische Dunst überall. Der ist überall. Vielleicht ist das Mandschurei-Gold. Und vielleicht vernebelt der uns die Sinne oder so. Ich meine... Ich habe definitiv kranke Sachen gesehen und könnte schwören, dass es echt war, aber vielleicht ja nicht. Die Crew hatte auf jeden Fall die Hosen voll. Es war alles nicht echt. Nichts war real. Wir haben nur halluziniert. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich meine, das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin eine Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Wahrscheinlich haben die das Flugzeug abgeschossen, weil sie dachten, die greifen die an. Könnte gut sein. Aber dann ist es ja doch irgendwie wissenschaftlich
nachweisbar. Und das ist ja dann noch keine Zombie-Horror-Geschichte, sondern das ist einfach nur eine Chemikalie, die dich halluzinieren lässt. Und deswegen sehen wir den ganzen Scheiß. Hat auf jeden Fall schon erklärt. Weißt du, was ich vermisse? Erklärt, war die Blutfindung. Ja. Wenn er theoretisch realistisch ist und nicht irgendwie Spinnereien oder so. Weil Blair Witch ist ja dann doch schon eine gute offene Geschichte, die eigentlich ja anscheinend nie passiert ist. Obwohl in dem Wald bis heute ja Leute da verschwinden. Fischer müssen es von der Duke mitgebracht haben. Ob es noch funktioniert? Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Das kostet nur Zeit. Bist du verrückt? Das könnte uns noch retten bei all dem Wasser hier. Ja, ich würde es auch mitnehmen, Alter. Außerdem ist der Sauerstoff drin, der nicht mit diesen Chemikalien geführt ist. Dis-moi seulement où est ce putain d'or. J'ai perdu la tête, quoi? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça! T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Oh, scheiße! Alter. Nein, ich bin ja verdrückt. Ich hab doch alles richtig gemacht, Mann. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheiße. Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, ne? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug. Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausbooten. Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Nein! Mann, Alter! Das scheiß Atmen, Mann. Vielleicht doch mit der linken Taste machen muss. Mit der linken Hand, Alter. Ich meine, dass ihr jetzt alle sterben. Geh weg von der Tür, Mann, der hat einen Hammer. Ja, total. Die widerstehen allem Möglichen. Ja, Zeugs. Okay. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Oh. Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte. Nein, nein. So doch nicht.
keine Verwandlungen. Steck sie einfach weg. Niemand muss verletzt werden. Glaubt ihr, ich wollte jemanden verletzen? Ich hatte doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch, nicht wahr? Ist er doch. Ah, nicht doch mal. Es verwandelt sich wieder. Was meinst du? Bleib weg. Bleib weg von dem Dunst. Was? Da ist nichts, Mann. Dieser Dunst. Nicht einatmen. Warum nicht einatmen? Was passiert dann? Er lebt, macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns, jetzt. Bitte beruhige dich. Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg, los! Was redest du da? Du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Okay, na schön. Gut. Also da war etwas vorhin. Vielleicht Nebel oder Dunst vielleicht? Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein! Schau, wir hielten die Luft an. Wir haben das nicht eingeatmet. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Haltet ihr sie jetzt auch an? Oh Gott, der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Nein, nein, ich sehe da nichts. Alles klar, Mann, da ist kein Dunst. Schluss! Lüg nicht! Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Ihr lügt doch alle! Der Dunst ist in mir! Ich von innen auf! Hey, Mann, komm schon, leg doch zu! Ja, besser er als einer von uns, aber... Warte beim Funkgerät. Warum? Ich will mich da mal umsehen. Vielleicht liegt da noch brauchbares Zeug rum. Ich geh doch nicht weit. Warte beim Funkgerät. Ich bleib lieber auch hier oben. Jetzt geht er hinterher. Und ich wieder dieses Atmen, Alter. Ach Mann, ey. Ach, Glück gehabt. Chris, komm her! Bleib einfach beim Funkgerät. Lauf, nicht weg. Nicht mal im Traum.
ich hab aber der Dunst gesehen, kann doch nicht draußen sein. Wir müssen hinterher. Habt ihr den Typ hinter uns gerade gesehen? Der war da irgendwie. Aber wenn ich jetzt nochmal atmen, dieses Atmen-Spiel kommt, dann mache ich das immer mit der rechten Hand jetzt. Vielleicht ist das ja mega nervig. Das war wohl das Geräusch eben. Oh nein, was war das? Ist doch egal. Wir brauchen die Verteilerkappe. Hier! Er muss hier lang gekommen sein. Das Spiel ist sehr spannend. Ich hoffe, dass das Ende natürlich auch so geil ist. Heilige Scheiße. Sieh dir das an. Da ist er. Weißt du, wir schaffen es darüber? Klar. Abhauen, Alter. Ich meine, das Boot funktioniert da draußen. Wir können einfach abhauen, Mann. Diesen Sprung werde ich nicht schaffen, Alex. Ich muss einen anderen Weg finden. Jetzt die Frage, wen spielen wir? Spielen wir sie oder spielen wir ihn? Nehmen wir uns mal den Hammer, liebe Leute. Einfach hier rein, Alter. Ging aber schnell. Mist! Oh. Ne, aber die Scheißverteilerkappe, Mann. Ja, na sowas. Manchmal hat man eben Glück. Sollten dich eigentlich nicht angreifen, die Ratten. Mann, mach die doch nicht tot, Mann. Yeah.
alles gut. Ich wusste es, Alter. Oh Gott. Ich wusste es. Ich hätte sie getötet, Mann. Ich hätte sie getötet, Alter. Hab ich dich verletzt? Ich wusste es, Alter. Ich wusste es, Alter. Ich wusste es. Ist nicht so schlimm. Hab dich. Es war so klar. Ich wusste, dass er halluziniert und jemanden von uns sieht. Wir sind relativ weit gekommen, ohne dass wir irgendwen töten. Ich muss sagen, das ist gut, dass ich gar nichts gedrückt habe. Manchmal ist gar nichts drücken auch die richtige Lösung. Die Verteilerkappe ist bis jetzt noch nicht kaputt gegangen. Wir hatten aber eine Vorahnung, dass sie kaputt geht. Okay, kann losgehen. Haben wir überlebt? Okay. Alle fünf? Ich hab das Spiel nicht durchgespielt und hab in allen fünf überlebt. Das ist unmöglich. Das war der schwierigste Ausgang. War das mit dem Funkgerät? War das mit Konrad? War das mit dem Generator? Hä? Der Wichser, der uns entführt hat, dachte, da wäre Gold. Er wollte das Gold. Nur darum ging's ihm. Mandschurei-Gold. Tja, das war was ganz anderes, als wir erwartet hatten. Ich muss immer daran denken. Es ergibt keinen Sinn. Also, ich hab es gesehen. Aber ich glaube nicht, was immer ich gesehen habe. Also, da war Alex. Und es war nicht Alex, es war wer anders. Aber er sah aus wie Alex. Er hat mich verhöhnt. Verwöhnte Göre. So, hat hier noch jemand Durst auf ein kühles Blondes? Das Spiel jetzt durchgespielt? Kommt schon. Yeah. Hä, die haben doch gesagt 5 Stunden, Alter. Ich bin jetzt bei 3 Stunden ungefähr. Speedrun oder was? War jetzt hier ein Speedrun, Leute? What, Alter? What, Alter? Herzlichen Glückwunsch. Alle Passagiere sind noch am Leben und das ist doch was. Schätze ich. Es wurde ganz schön heftig, aber Alex behielt die Nerven. Gut gemacht, Alex. Und sie auch. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope, vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich.
Won't you spare me over till another year? Sorry, Leute, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Won't you spare me over till another year? Die Mucke ist geil, aber... Helfe ein bisschen enttäuschend, Alter. Und er findet jetzt richtig Gold. Okay, er hat... Also von alleine ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Wow. Was zur Hölle ist das? Er klingt übelst wie Brad, Mann. Also, hä? Also, ich habe mit allen fünf überlebt. Was zum Teufel? I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? Fashioned her Krass, Leute, danke auf jeden Fall für Zuschauen. Wir können uns ja gerne nochmal die Bonusinhalte angucken, die wir hier haben. Dachte ich eigentlich nicht, dass das so schnell jetzt durch ist. The horror anthology is much loved and has an established pedigree across all forms of entertainment. From Twice Told Tales by Nathaniel Hawthorne in 1837 to Clive Barker's Books of Blood in the mid-80s, and with the likes of Blackwood, Poe, and Lovecraft in between, short story horror writing has long been a popular form. H.P. Lovecraft, ja, aber okay, ich will mir jetzt auch hier keine Doku über die ganze Entstehung angucken, ich dachte über das Schiff noch. Hey. What's up, man? Conrad. Good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way. My little bro. Hey, man. Want to crack a cold one with me? In The Man of Medan, I play a character named Conrad. And I think initially when we find Conrad, he is a sort of entitled guy, a wealthy American who's on vacation. But where's the old crust bucket skipper anyhow? He's an adventurous guy. Okay, krass. Das ist ja geil. Aber das Interview mit dem Clown. Die Entwicklung... Okay, krass, ich dachte, okay, wir können hier noch was spielen. Geheimnisse, Orang, Medien. Okay, krass, aber... Okay, krass, ich dachte nicht, dass das Spiel so schnell durch ist. Ich werde es wahrscheinlich nochmal spielen, wahrscheinlich mit einem von euch da draußen. Falls irgendwer das Spiel hat, meldet euch auf jeden Fall. Schaut einfach mal bei Twitch rein. Schreibt rein, dass ihr Bock habt, Man of Medan zu zocken. Ich werde den zweiten Durchgang auf jeden Fall mit jemand anderes machen. Wir können uns gerne mal die Sammlung angucken. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Geheimnisse gefunden. Also ich glaube, wir hätten uns viel, viel mehr umgucken müssen. Aber als ich mir den Bericht angeguckt habe... Ja, guck mal, wir haben auf jeden Fall ordentlich viele Geheimnisse gefunden.
fehlen natürlich ein paar, aber ich dachte, dass wir mindestens 25 haben. Wir haben auch nicht alle Bilder davon, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Bilder fehlen noch. Ich dachte eigentlich, dass, also, keine Ahnung. Also, wissen nicht, das Ende war jetzt so abrupt. So, weißt du, wir haben die Verteilerkappe gefunden, zack, fertig. Etwa nichts über den Funkspruch, nichts, wie wir Konrad rausholen, wie wir zurückgekommen sind, den ganzen Weg. Der ganze Weg war ja, ist ja eh noch über mit den ganzen toxischen Giften eigentlich gewesen. Wenn wir zurückgegangen wären, hätten wir trotzdem noch ein paar Sachen sehen müssen. Aber ab dem Moment, wo wir mit Brad rausgefunden haben, dass das Gold theoretisch diese Chemikalien sind, war mir bewusst, dass alles, was wir sehen, theoretisch nicht echt ist oder halt verwandelt ist. Deswegen habe ich auch am Ende sie mit dem Messer nicht angegriffen. So. Weil sie hat mir nichts getan in dem Moment. Die Gefährliche waren nur die Ratten. Ich hätte mich selber töten können, weil ich ja die Ratte gesehen habe, die sich durchfrisst bei mir. Oder halt sie töten können. Der Teig aber betet nicht immer. Ich habe mich dann dazu entschieden, sie erstmal am ersten Anschein anzugreifen, habe aber dann trotzdem nicht zugestochen. Das erste Mal war ja, da habe ich sie bloß geschlitzt. Und beim zweiten Mal hätte ich sie wahrscheinlich getötet, ja. Auf jeden Fall krass. Wir sind damit durch. Ich danke euch auf jeden Fall für die ganze Aufmerksamkeit. Danke auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, mehrere Sachen zu sehen, checkt auf jeden Fall Twitch aus. Danke für die Follower. Danke auch für Tausend und für ganze Leute, die noch zugeschaut haben. Wir werden heute bestimmt auf jeden Fall nochmal Rainbow zocken. Das war's jetzt erstmal von den Bruder Games. Bleibt auf jeden Fall dran, wir werden bestimmt heute nochmal streamen. Ja, ich werde das jetzt erstmal verarbeiten, was ich hier gesehen habe. Auf jeden Fall ein ziemlich geiles Spiel, das Ende fand ich aber scheiße. Also ganz ehrlich, das war sehr abrupt. Das fand ich wirklich irgendwie relativ schnell. So. Also da sind mir noch zu viele Fragen offen. So, wenn ich da auf dem Schiff gewesen wäre, wie sind die aus dem Generatorraum rausgekommen? Verstehe ich nicht. So. Wie haben sie sich alle wieder getroffen? Auf immer waren alle auf dem Schiff so. Naja. Aber trotzdem geile Geschichte. Geile Macht auf jeden Fall. Das war das von den Bruder Games. Peace out und reingehauen. Ciao, ciao.